Oh, Thomas Savage came from here. Came from houses like this. From houses like this, 1,500 Israelis were murdered or slaughtered. Es ist ein seltener Einblick in das Vorgehen der israelischen Armee im Gazastreifen. Eine kleine Gruppe ausländischer Journalisten darf eine Militäreinheit bis an den Rand von Gaza-Stadt begleiten. Eine Bedingung seitens der israelischen Streitkräfte war nach Angaben der Nachrichtenagentur Reuters, die Reporterteams mussten zustimmen, dass ihr Filmmaterial anschließend durch Armeeangehörige gesichtet wird. Inhalte seien nicht entfernt worden. Die Verwüstung durch den Krieg ist hier in Gaza allgegenwärtig. Seit einem Monat bombardiert Israels Armee den gesamten Gazastreifen. Seit zwei Wochen läuft die Bodenoffensive mit Fokus auf dem Norden. In den vergangenen Tagen haben tausende israelische Soldaten Gaza-Stadt nach Angaben der Militärführung eingekreist und die dicht besiedelte Küstenenklave praktisch in zwei Hälften geteilt. It's not an operation, it's a war. It's gonna last time. It's gonna take its time. Until Hamas no longer exists. Die Botschaft der israelischen Armee: Zivilisten kommen bei der Bodenoffensive nicht zu Schaden. We give all the people that live here a good heads up that we're coming. They need to evacuate till the Gaza Lake, which is going south. So we know that every people that are here. Our enemy. We have not seen any civilians here. Only Hamas. Diese Aussagen lassen sich allerdings nicht überprüfen. Ob wirklich alle Zivilisten das Gebiet verlassen haben, scheint äußerst fraglich. Die Soldaten zeigen außerdem angebliche Funde aus einem Wohnhaus. In zwei Etagen sollen sich Werkstätten befunden haben, in denen Waffen hergestellt wurden, darunter auch Drohnen. Israel nimmt offenbar auch das größte Krankenhaus im Gazastreifen ins Visier, ein höchst umstrittenes Ziel. Erkenntnissen israelischer Geheimdienste zufolge missbrauche die Terrororganisation Hamas das völlig überlastete Shifa-Krankenhaus in Gazastadt als Kommando- und Kontrollzentrum. Der Direktor der Klinik nannte die Anschuldigungen einen irreführenden Versuch, um die Menschen aus dem Krankenhaus zu vertreiben. Augenzeugen berichten von israelischen Bombardements und zunehmenden Gefechten in direkter Umgebung der Klinik. Die israelische Armee wiederum veröffentlichte in den vergangenen Tagen Video- und Satellitenaufnahmen, um zu belegen, dass die Hamas Kommandozentralen und Raketenwerfer neben und in Tunneln unter Krankenhäusern positioniert. Angesichts der katastrophalen Lage im nördlichen Gazastreifen folgen immer mehr Menschen den Aufrufen zur Evakuierung. Diese Filmaufnahmen sollen zeigen, wie Palästinenser weiße Fahnen schwenken, während sie sich offenbar über die Salah al-Din-Straße auf den Weg in den Süden machen.